So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei 10.9 und ja, ich habe gleich meinen Kumpel eingeladen. Wir schauen uns mal den Stand an. Jetzt bin ich der Schamane, habe ich mein Inventar geleert, natürlich habe ich das nicht, aber das will mich jetzt mal nicht davon abhalten, egal. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Inventar ist sehr begrenzt und bei höherwertigen Charakteren wird es sehr schnell voll. Egal, wir nehmen heute etwas härteres dran. Darf ich das schon? Schönheit. Ja. Kann ich. Sehr schön. Dann bekämpfen wir uns mal in Mishurin Heights. Kämpfen wir zusammen. Nicht gegen Kares. Egal. So. Mal schauen, wie das so laufen wird. Wie schon gesagt, es gab Unterklassen für jede Charakterklasse. Und ich bin jetzt Illusionist im Unterbereich von Schamane. Und der kämpft leicht anders. Ist nicht sonderlich anders. Ich kann mir einen schönen Schutzschild geben. Kares rennt schon mal schön voraus. Bam. Werdet auch sehen, der Fighter, der am Anfang noch recht langsam gewirkt hat, ja, wird relativ schnell. So. Gegner tauchen teilweise aus dem Nichts raus. Das könnte man vielleicht nur als kleinen Kritikpunkt anbringen, aber hey. Naja. Who am I to judge? So. Ja. Ach ja, richtig. Derjenige, der das gerade einen Letztzug drüber macht. Okay, mit R kann man schön die Gegenstände auf dem Boden aufheben. Problematisch, wenn man sie nicht sieht. Ich kann ja mal meinen Mega-Zauber ausführen. Wuhu! Einen schönen Tornado. Naja. Viel Effektspielerei auf jeden Fall mit dem Illusionist. Das gefällt mir bisher schon mal. Bisher habe ich übrigens, glaube ich... Ah, nee, Quatsch. Also die zwei Skills, wo ich jetzt gerade gemacht habe. Mana-Schild. So. Und diese Wirbelsturm sind Illusionistenzauber. Ich kämpfe aber auch immer noch mit normalen Zauber. Ab von dem Schaman. Also bei manchen Unterklassen behält man die. Ich würde sagen, man behält die bei den Unterklassen, die auch dieselbe Waffe haben, also den Stab da haben. Es gibt dann noch den Dämonischer, der hat das Auge als Waffe. Oh, geh tot, ihr scheiß Spinnen. So. Dammit. Bam, bam. Komm, schon wieder neue. Ich kann auch einen schönen Blitz beschwören, wenn die mich lassen würden. Okay, dann beschwöre ich halt eine Schattenklinge, die ich mit Shift-Rechtsklick explodieren kann. Relativ viel Damage macht, finde ich. Bam. Ich lasse sie gerne sofort explodieren. Ich hab was Cooles. Oh, ich kann... Oh, was war das? Ah. Cool, also dann kann ich ein Schild. Das ist für neu. Okay, cool. Also gut, stimmt, das Abwehren konnte ich schon vorher. Aber dass das Schild so wirkt, ist relativ neu, glaube ich, seit der Unterklasse-Änderung. Ich habe noch nicht arg viel gespielt, seit ich die Unterklasse in den Missionist geändert habe. Deswegen ist das auch noch ein bisschen neu für mich. Aber bisher schon mal ganz cool. Auch wenn es, wie gesagt, Unterklassen gibt, die sich ärger unterscheiden von der Standardklasse als jetzt der Illusionist. So, ich kann auch einen schönen großen Zauber machen, nämlich einen Flammenzauber. Mal schauen, ob ich den auch loswerde. Ja. Bam. Fireball. Der macht ordentlich viel Damage. So. Ich sollte mal mein Mana-Schild aufrechterhalten. Komm, lass mich mal bitte einen Blitz machen. So. Auch relativ stark. Macht noch ein bisschen Flächendamage. Yay. Useless Ultimate. Egal. Ach stimmt, da sind ja noch Gegner erschienen. Supi. Dann war es ja doch nicht so useless. So. Ja, das ist eigentlich so das Game. Und ich finde es richtig cool. Es gibt viel zu zerstören, es gibt viele Gegner zu metzeln. Was kann man denn mehr wollen von so einem Spiel? Es ist, wie gesagt, halt nicht wirklich MMO im Sinne von Massively Multiplayer Online Roleplay Game, wie man es eigentlich verstehen würde. Man spielt hier mit, glaube ich, maximal 4 Leuten. Bin mir aber da nicht ganz sicher, weil ich bisher nur mit einem gezockt habe. Oder mit 2, glaube ich. 2 waren es auch, glaube ich, schon mal. Ja. Mein Devoted Husband? Okay. Wen habe ich hier geheiratet? Egal. Bam. Und ja, ihr seht, man kommt hier noch relativ zügig durch. Zu zweit sind die Anfangsinstanzen eigentlich selten problematisch. Außer auf dem Experten stehe ich jetzt gerade normalerweise.
das hier ist Experte, aber das ist trotzdem nicht sonderlich schwer. Gut, vielleicht liegt es daran, dass das Karis hier schon oh, 2 Level über uns ist. Aber, ja, lässt sich halt nicht vermeiden. Au. So. Aua. Man hat einen schönen Angriff zum Wiederaufstehen. Und ab und zu verschwindet die Lebensanzeige. Ach, dammit. Ich habe ihn verpasst, er ist schon wieder abgehauen. Da hinten fliegt er weg. Ja, das tut der Boss hier. Nachdem man ihn ein bisschen verletzt hat, haut er ab. Diese feige Sau. Karis, renn nicht davon hier. Bam. So. Man hat auch mit dem Schaman einen Trittzauber. Also einen Zauber, der vor allem am Boden liegende Gegner beseitigt. Und einen Zauber, der Gegner in die Luft befördert. Bam. Ziemlich cooler Zauber sogar. Der war am Anfang eigentlich so ziemlich mein Lieblingszauber. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch verwenden werde, aber ich habe zumindest einen Erfolg geskillt. Also sollte ich es wahrscheinlich tun. Ein Bär. Yay. Der schon tot ist und sehr komisch da liegt. Okay. Bär. Bleib du da ruhig liegen. Man kann hier nicht überall über die Begrenzung springen, leider. Das geht an manchen Punkten und an manchen Punkten nicht. Wäre schön, wenn es ein bisschen klarer wäre, wo, aber gut. Ah, da, endlich. Boss-Time. Ich hau schon mal ab hier. Bam. Noch ein schöner Blitzzauber. Und einen voll aufgeladenen Flammenzauber, wenn ich es hinkriegen würde. Bitte. Nein. Nein, dammit. Karis, du hast ihn erledigt, bevor ich ihn töten konnte. Oh. Juhu. Kills S. Technik C. Oh Gott. Oh. Nichts Gescheites. Schade. Karis hat ja schon ein paar Sachen, die ihm aber auch relativ wenig. Gut, das hier würde ihm, glaube ich, was bringen. Aber der hat da sicherlich schon was Besseres gecraftet. Ja, Crafting ist ja auch drinne. Man kann grundsätzlich mit jedem Beruf, glaube ich, alles craften. Aber für die Zutaten braucht man verschiedene Berufe. So, jetzt muss ich die Instanz beenden. Das ist jetzt sehr doof. So. Ja, gut. Hat funktioniert. Trotz, dass da irgendeine Tasche von Fraps noch belegt war. Super. Dann werde ich mal kurz das Crafting-System noch erklären. Und ja, das Auktionshaus, das nicht ganz so schön ist. Aber hey, ich hoffe, Karis wartet kurz auf mich. Da unten ist auch schon der Trade Agent. Kann ich kurz mal das Auktionshaus zeigen. Ja, wenn man suchen möchte, muss man sich runterarbeiten. Also als erstes zum Beispiel Equipment, dann Weapons, dann Schamane. Dann Level 21 bis 30 und dann die Seltenheit. Nicht ganz so optimal. Naja, aber man kann es im Spiel verzeihen. Das passt dann schon. Ja, craften kann man grundsätzlich alles mit den Berufen und so. Allerdings zutatenmäßig braucht man verschiedenste Berufe für einen seltenen Gegenstand, egal was es ist. Und so muss man sich halt durch das Auktionshaus durchschlagen. Ja, nicht sonderlich schlimm, aber ich wollte es mal anmerken. Puch. Hier in der Stadt leckt es ein bisschen mehr, aber das geht in den Instanzen ja zum Glück ganz gut. Jo. Ich glaube, jetzt muss ich doch mal was verkaufen. Ja, nämlich das. So ganz nutzlos sind die Sachen, die man findet, nicht. Man kann die zerlegen, wenn man vier oder fünf davon hat. Mystik brauche ich jetzt nicht. Aber ich werde die einfach mal alle verkaufen. Auch die Crafting-Gegenstände hier. Leder und so. Sollte man eigentlich aufheben, aber gut. Bam. Passt dann schon. Was habe ich hier drin? Ein Guild's Grace. Okay, unsere Gilde hat 50 Punkte gemacht. Wuhu! Unsere Gilde heißt Abysmal Reach, ja. Genauso wie meine Guild Wars 2 Gilde. Bam, bam. Ich würde sagen, wir machen dann gleich eine nächste Instanz. Das machen wir diesmal. Oh. Hier kann ich erst Experte auswählen. Naja gut, kann ich mal eine andere Art von Mission zeigen. Ja. Passt schon und irgendeine Quest müsste ich da eigentlich auch noch haben. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man alle Quests annimmt, kann man eigentlich
in die Schwierigkeitsstufen, die man noch nicht gemacht hat, gefahrenlos reingehen und kriegt da eigentlich immer ein bisschen Questfortschritt. Das passt da schon. So, man sieht oben links übrigens den Ladebalken der Leute, die mit einem in der Party sind. Was ja komisch ist. I sense a mighty being nearby. Fight harder, my Meemen. Oh ja, Mermaid, den Gegner in diesem Ding. Hey, okay. Auf normal und so kamen die Gegner erst angerannt. Hier sind sie gleich am Anfang schon da. Interessant. Wir müssen dieses Sanctum of Mage besiegen. Und wohl als erstes mal noch mit Lukas reden. Luke, wie auch immer. So, I'm ready. Ja, ja. Los geht's. Das hier ist eine typische Beschütz-Irgendwas-Mission. Sowas gibt's auch. Okay. Huch. Ich wollte eigentlich hier. Bam. Oh, da kommen die. Okay. Bam. Ja, wie schon gesagt, das Kampfsystem fühlt sich eigentlich ziemlich cool an. Vor allem wegen dem schönen, satten Geräusch, das es beim Eintreffen meines Stabes in dem Gegner sein Gesicht macht. Bam. Dieses Fernzünden meiner, ja, fast schon Minen könnte man es ja dann nennen. Oder nicht Minen, aber ferngezündete Bomben-Dinger oder so. Ist auch sehr befriedigend. Bam. So kann man immer ein bisschen mehr als nur den aktuellen Standpunkt verteidigen. Wenn ich irgendwo meine Mine hinlege, die macht auch so Damage, wenn die Gegner reinlaufen. Die Gegner sehen sie, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Bam. Sehr schön. Und hier dürfte dann auch gleich mal... Genau. Jetzt müssen wir das zweite Sanktum beschützen. Auch nicht sonderlich schwer. Ich mache mal wieder meinen Schutzzauber. Bam, bam. Aber wenn ich solche Spiele gerne spiele, bin ich üblicherweise richtig schlecht drin. Naja. Der Fluch eines Let's Players, könnte man wahrscheinlich sagen. Ich spiele sehr viel, aber bin ein wenig wirklich, ja, gut. Wahrscheinlich, weil ich so viele unterschiedliche Dinge spiele. Egal. Bam. Und ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen andere Zauber benutzen. Oh. Ah ja, ich habe hier den schönen Dropkick. Wenn ich renne und dann einen Zauber mache, das ist auch nice. Aua. Hey, kannst du es wagen? Ah, das gab's ja auch noch. Stimmt. Come on. Und mein Combo war nicht so ganz so gut. Okay. Und Screen, hör bitte auf zu flackern. Das wäre sehr nett. Bam. Ja, die Zauber werden aber definitiv noch ein Stückchen weit cooler. Also, man hat hier schöne Videos gesehen, bevor man sich die Klasse aussuchen konnte, die Unterklasse. Und da sah man eigentlich immer, was es für Zauber gibt. Relativ guten Überblick sogar. Oh. So. Kommen die denn? Da kommen die. Komm her. Die. Man möchte natürlich die diese tanzenden Schwerter immer schön entzünden, bevor sie dann verschwinden. Nach 10 Sekunden würden sie das nämlich. So. Machen sehr viel AOE-Damage. Oh, hier gibt es ein paar mehr Schuppen, mehr Mann-Schuppen. Keine Ahnung, was es ist. Bam. So. Alles schön aufheben. Au, au, au. Die Geräusche der Gegner sind vielleicht etwas komisch, aber gut. Au. Okay. Die. You crap. Okay, protect the sanctum. Sehr schön. Irgendeine Art von Achievement bekommen, das ist immer schön. Au. Der hat mich einfach umgehauen, dieser... Na gut, es wird Zeit für unser Ultimate, wollte ich gerade sagen. Come on. Nice. Mal wieder vorzüglich gelöst. Yay. Würde ich da mal sagen. Die Belohnungen bei höherwertigen Missionen sind auch teilweise echt cool. Wenn man denn mal seine Klasse erwischt. Was sehr selten zutrifft, leider. Die Level an sich sind sehr gut designt und es gibt auch öfters mal versteckte Dinge, wie zum Beispiel taucht bei einer,
Bei einer Instanz tauchen drei verschiedene Gegner auf mit verschiedenen Symbolen. Und später muss man dann diese Symbole in der Reihenfolge, in der die Gegner aufgetaucht sind, eingeben. In Steinstatuen. Dann kriegt man eine extra Belohnung und einen extra kleinen Boss. Das ist echt cool. So. Jupp. Gut. Und den Rest werde ich euch dann wohl erklären, wenn ich mit dem Level 43er dann drinne bin. Fürs Erste war es das dann soweit von mir. Ich denke, das Wichtigste wurde gesagt, das Anfangsgame, das bisschen Midgame, noch nicht ganz Midgame, aber so nach dem Klassenwechsel wurde erklärt. Crafting und so wurde erklärt, kurz zumindest. Ganz kurz. Es ist, glaube ich, ein ganz gutes Crafting-System. Man kann sich dadurch schöne Attributsboni auf seine Gegenstände zaubern und Skins und so. Auch Consumable gibt es ein paar. Joa. Das war's dann soweit von mir. Falls es euch gefallen hat, liken. Falls es euch gefallen hat, abonnieren. Viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute!